Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestResearch TV und in diesem Video geht es um ÖkoWorld. Aber das ist eine kleine Aktie und Disclaimer, ich bin in dieser Aktie investiert und habe sie zuletzt auch auf die Aktienideenliste aufgenommen. Das heißt, es gibt einen möglichen Interessenskonflikt, darauf möchte ich hinweisen. Ich bin immer offen, wenn jemand auch auf die negativen Punkte hinweist. Also ich möchte niemandem irgendwas verkaufen, sondern einfach nur meine Gedanken darlegen, warum ich da investiert habe. Aber wie bei jedem Investment gilt, man muss die Entscheidung selber treffen. Es gibt Risiken und bei Aktien gibt es im schlimmsten Fall den Totalverlust. Was ist ÖkoWorld? ÖkoWorld ist eigentlich so der Pionier bei nachhaltigen Fonds. Ja? Alle reden ja ein bisschen über diese nachhaltige Geldanlage. Die meisten, also ich habe ja auch in der Branche gearbeitet, leben das aber nicht wirklich, sondern machen es einfach als Marketing. Das nennt sich dann Greenwashing, weil sich das halt aktuell ganz gut verkaufen kann. Plus man kann halt mit Nachhaltigkeit auch ein bisschen, hat ein Argument gegen passive Fonds, weil man halt sagen kann, ja, investiert und man tut was Gutes. Vielleicht ist die Performance nicht ganz so gut dann, aber dafür investiert man nicht in Waffen oder whatever. ÖkoWorld lebt es aber wirklich. Sie sind da die Ersten, die gibt es seit 1975. Die Fonds, glaube ich, seit Anfang der 90er. Inzwischen haben sie 5 Fonds. Der bekannteste ist der ÖkoVision. Dann haben sie noch den Growing Markets 2.0 für Emerging Markets, einen Rock'n'Roll Fonds, was dann, glaube ich, mehr so IT-Sachen sind, Klima und auch ein Water-Produkt, also was ja auch ein spannendes Investment-Thema ist. Die Umsätze werden durch den Vertrieb oder auch Beratung, Vermögensverwaltung erzielt, durch aber auch Bestandsprovisionen und Verwaltungsgebühren. Ja, die Fonds sind relativ teuer, für meinen Geschmack ein bisschen zu teuer. Und wenn man halt da 2% Verwaltungsgebühren hat, eine Milliarde verwaltet, kriegt man halt 20 Millionen. Und das Schöne ist, wenn man Zuflüsse hat, also mehr Fonds verkauft, dann steigt es. Und wenn der Aktienmarkt steigt, dann steigen auch seine Einnahmen, während die Gehälter eher stabil bleiben. Das heißt, das ist ein gewisses Grad, ein skalierbares Geschäftsmodell, was sehr, sehr profitabel sein kann. Was auch bei meiner ehemaligen Firma zum Beispiel so war, kann man im Bundesanzeiger nachlesen. Da sind wirklich sehr, auch sehr, sehr hohe Margen möglich, wenn man am Markt mal so ein bisschen bekannt ist und etabliert ist. ÖkoWorld gehört von den unabhängigen Arbeitanbietern nicht zu den größten, aber ich glaube, durch dieses Thema Nachhaltigkeit, was sich auch gut verkaufen lässt, zuletzt war auch die Performance von den Fonds echt ganz gut. Das heißt, es wird dann gern aufgegriffen von Finanzberatern, Banken etc., die auch mehr unabhängige Produkte verkaufen müssen. Was auch wichtig ist, diese 5 Fonds haben jetzt, glaube ich, alle über 100 Millionen oder 4 davon und dann hat man auch so eine kritische Größe, wo das dann auch mal von größeren Investoren entdeckt wird oder halt das auch von noch mehr Beratern verkauft wird. Insgesamt kämpft natürlich die Branche von aktiven Fonds ein bisschen gegen die passiven Fonds, die stärker wachsen. Generell glaube ich aber, dadurch, dass noch so viel Geld der Deutschen in Cash liegt, ist da immer auch noch viel Potenzial. Ich glaube ja insgesamt an die eigenständige Geldanlage, dass man selber in Aktien investiert oder vielleicht auch noch das mit passiven oder aktiven Produkten beimischt. Also man soll da nicht so dogmatisch sein. Ne? Ich verwalte auch ETF-Folios, was ein aktives Produkt ist, in das man investieren kann, so wie ich es tue. Man kann aber auch einen ETF kaufen oder halt auch mal einen guten Fonds, den man sich aber idealerweise selber raussucht. Ne? Weil der typische Fonds, der einem verkauft wird, das ist nicht der beste Fonds im Normalfall von der Bank oder dem Finanzberater, sondern oft halt der, wo es eine gute Provision gibt. Ne? Also per se sind Fonds nicht schlecht, nur viele sind halt ein bisschen zu teuer oder nicht so gut. Und wir sehen, die Nachhaltigkeitskategorie bei Fonds hat wirklich ein fast schon exorbitantes Wachstum hinter sich und dieser Trend, glaube ich, geht erstmal so weiter und ich glaube, es sind halt auch die unabhängigen Anbieter im Vorteil, weil insgesamt der Markt wird kontrolliert von der DWS, die zur Deutschen Bank kommt, Union, Deka, Allianz Global Investors. Das sind, glaube ich, die großen 4, vielleicht noch einen vergessen, die halt auch über alle möglichen Banken, Finanzberater vertrieben werden. Also wenn ihr in eine Sparkasse reinlauft, dann kriegt ihr einen Deka-Fonds empfohlen, in eine Deutsche Bank, in eine DWS und in eine Genossenschaftsbank, in Union. Und das ist ja eigentlich nicht so, wie es sein soll. Ich glaube, da hilft auch ein bisschen die Politik, dass das irgendwie unabhängiger gemacht werden sollte. Und auch wenn wir Inflation haben, wenn die Leute halt in Aktien etc., in Sachwerte reinlaufen, hat man auch einen Schutz mit so einem, da natürlich dann die Kurse steigen und die Kosten eher stabil bleiben. Ja, also denke ich, insgesamt vom Markt ist okay, ist nicht gigantisch groß, aber glaube ich, hat noch einiges an Wachstumspotenzial.
ÖkoWorld ist noch vom Gründer geführt, von dem Alfred Plato, der war auch mal Hausbesetzer und Sozialarbeiter, hat es also mit aufgebaut, ist aber auch wirklich sagen auch ein bisschen zum Kapitalisten geworden. Also oft ist ja auch nicht immer alles dann so, auch wenn man in die Aktien mal reinschaut, gibt es natürlich auch immer wieder Aktien, wo man darüber diskutieren kann, aber sie haben diesen Brand aufgebaut, ein paar ehemalige Mitarbeiter haben auch den eher feudalen Führungsstil bemängelt, was aber in dieser Branche typisch ist. Ja, das sind dann so die alten Silberrücken, die das, sag ich mal, so ein bisschen nach Gutsherrenart führen. Wenn alles gut läuft und man nichts sagt, ist es okay. Aber wenn man eine eigene Meinung hat, ist anscheinend nicht so gut. Das ist sicherlich auch ein Nachteil. Dem einen oder anderen wird auch nicht passen, dass vielleicht auch so Unternehmensgelder für politische Zwecke eingesetzt werden. Also er wollte irgendwie von Leuten, die bei Friday for Future mitlaufen und dann irgendwie verklagt werden, wollte er die Anwaltskosten übernehmen. Kann er machen, aber vielleicht so mit seinen privaten Geldern. Das meine ich halt so ein bisschen zu Gutsherrenart. Trotzdem, die Briefe an die Aktionäre finde ich frisch geschrieben. Ob das dann, könnte natürlich alles noch ein bisschen transparenter sein, wie es die ganzen Umsätze erzielt werden. Weil das lassen sie sich auch so ein bisschen im Dunkeln. Aber ich glaube schon, dass er jetzt nicht das Ziel hat, so einen Selbstbedienungsladen aufzubauen, sondern da er auch selber massiv beteiligt ist, da auch die Aktionäre dann teilhaben lässt. Man darf allerdings nicht vergessen, es ist eine gewisse zyklische Branche. Das heißt, wenn keiner mehr in Fonds investiert und Leute abziehen, dann gibt es auch mal schnell starke Umsatzrückgänge. Trotzdem auch in eher so mittelmäßigen Jahren waren die Margen sehr, sehr hoch. Sehen wir hier so um die 30-40%. 2020 sollte es nochmal deutlich besser werden als 2019 und denke ich, dass sie da noch mehr davon profitieren können, wenn halt, wie gesagt, die Performance passt. Wachstum ist da und was man darauf achten noch sollte, die Marktkapitalisierung ist oft nur die Vorzugsaktien. Da wird immer mal wieder diskutiert, dass man die mit den Stammaktien zusammenlegt, was ja eigentlich auch im Aktionärsinteresse wäre, dass es nur eine Art von Aktien gäbe. Ist bis jetzt noch nicht passiert, wäre sicherlich aber auch eher positiv für die Vorzugsaktien und dann würde man auch die wahre Marktkapitalisierung immer gleich sehen. Der Chart sieht eigentlich ganz gut aus, es gibt eine regelmäßige Dividende, sehen wir auch und bis auf, sag ich mal, im März 2020 gab es auch nicht so starke Rücksätze, weil das Geschäftsmodell per se ja eigentlich relativ stabil ist und auch die Leute, die dort investiert sind, glaube ich, das auch teilweise aus Überzeugung tun, für langfristige Geldanlage, haben vielleicht den Fonds und kaufen sich dann noch die Aktie. Trotzdem ist natürlich, wie gesagt, ein relativ kleiner Wert. Wenn dann wirklich mal Leute schnell verkaufen, kann es mal schnell nach unten gehen. Trotzdem, die Zahlen jetzt fürs erste Halbjahr 2020 waren wirklich sehr, sehr gut. Der Gewinn wurde vervielfacht, glaube plus 200%. Ist natürlich ein bisschen Einmaleffekt, aber auch halt vor allem die Fondsanteile sind stark gestiegen. Obwohl ich jetzt nicht so der aktive Fonds natürlich ein bisschen Gegenwind habe, glaube ich, ist ÖkoWorld am besten positioniert im deutschen Markt durch das Thema Nachhaltigkeit. Und das ist halt einfach sehr, sehr skalierbar, weil wie auch bei meinem Wikifolio ist die gleiche Arbeit, ob ich da 3 Millionen drin habe oder 30 Millionen. Und dann verdiene ich einfach deutlich mehr. Und dieser Effekt sollte halt auch bei ÖkoWorld immer mehr zum Tragen kommen. Vor allem, wenn die Aktie auch mal, wenn die Stammaktien vielleicht gelistet sind oder wenn die Aktie auch mal den liquiden Anteil so über die 100 Millionen kommen würde, würden vielleicht auch andere Nebenwertefonds dort investieren. Ich glaube halt, dass, wenn man das so anschaut, so von ESG, Umsatzwachstum, Gewinnwachstum und auch so ein bisschen die Markenpositionierung, kann man, glaube ich, sogar ein faires KGV von 22 anlegen, weil das Wachstum halt zuletzt wirklich sehr, sehr hoch war. Und das wäre halt doch noch fast eine Verdoppelung, denn die aktuellen Schätzungen für 2020 von 2 Euro Gewinn je Aktie sind, glaube ich, eher sogar zu konservativ. Das heißt, da ist schon noch ein bisschen Raum nach oben. Ich habe es, wie gesagt, vor geraumer Zeit schon mal beim Wikifolio nachhaltige Dividendenstars gekauft. Sehen wir hier, das wäre eine Alternative. In dem Wikifolio werden nachhaltige Aktien mit Dividendenaktien gemischt. Ich habe es, wie gesagt, gekauft. Es gibt auch eine Dividendenrendite. Aber wie gesagt, muss jeder selber entscheiden. War so ein bisschen mein Gedanke, dass man da auch das Thema spielen kann, dass die Deutschen wieder mehr Geld investieren, sei es in Aktien, ETFs, aber auch Fonds. Und das ist halt eine Möglichkeit, das zu spielen. Und zumal halt auch, ist es eine nachhaltige Aktie. Ja? Wenn man sagt, mir ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig, in was investiere ich da?
Da finde ich, gibt es nicht so viele super Produkte, weil irgendwie eine Tesla ist sehr volatil und nicht jedermanns Sache, auch Salonbranche ist sehr schwierig. Und da kann man das eigentlich mit dieser Fondsgesellschaft eigentlich breit abdecken, weil die decken alle möglichen Nachhaltigkeitsthemen ab und ich bin als Aktionär da halt irgendwie auch immer mit drin an den Fonds und profitiere davon. Deswegen finde ich es eigentlich eine ganz charmante Sache. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, natürlich gerne liken, beitreten und wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn du natürlich mehr Infos hast, den Fonds hast oder irgendwelche Sachen, gerne kommentieren. Auch kritische Kommentare freue ich mich.